Hallo und herzlich willkommen zu Defiance mit mir, Masterpie. Und ja, ich habe es nun herausgefunden, dank dem netten Isaac AB, der hat mir das hier gesagt, wie das funktioniert, ne? Obwohl ich es mir eigentlich hätte denken können, nur ich habe halt das Entscheidende nicht gesehen, und zwar hier unten Gegenstände abholen. Und wahrscheinlich hat es eh jeder gesehen. Legionär. Das noch. Die schöne Karre. So. Du hast ein neues Outfit. Du kannst es jederzeit anlegen. Ja, das will ich ja auch. So, gleich mal anlegen. Oh, hier die coole Sonnenbrille. So, nehmen wir das noch und natürlich unsere Karre. So, jetzt macht das Spiel ja gleich schon tausendmal mehr Spaß. Diese Waffe haben Spezialeffekte. Diese Waffen sind selten und haben hohe Durchschlagkraft. Halte immer nach ihnen Ausschau. Hä? Legionär, was ist denn das? Eine Maschinenpistole. Okay. Oh. Cool. So. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit der Mission. Klasse, du hast es geschafft. Sei jetzt nicht sauer, aber ich habe Grant gesagt, dass Gut, du bist hier. Cass sagt, dass du ihr helfen wirst, die Funkverbindung wieder aufzubauen. Wenn du das schaffst, können wir die Rettungssignale der vermissten Passagiere verfolgen. Dein Chef von Bach gehört auch dazu. Es gibt einen zerstörten Radiosender nicht weit von hier. KTM 94FM hat vielen coolen Wotan-Hardrock gespielt. Nicht dein Shrill-Meat-Mädchenkram. Tut mir leid. Wenn wir reinkommen, kann ich ihn auf Post-Archenfallstand bringen. Dann funktioniert der Sender als Relaispunkt für das Signal. Wenn ich Soldaten übrig hätte, würde ich euch nicht schicken. Kontaktiert mich, wenn ihr Resultate habt. Moment. Du willst wirklich, dass wir das allein machen? Unglaublich. I am the Terminator. Treff mich beim alten KTM Radiosender. Ja, wieso ist die jetzt schon da? Oh yeah. I'm gonna like that. So. Ja, die Karre ist doch schon viel stylischer als das olle Quad. Steuert sich aber irgendwie, ja, komisch. Naja, es ist ja auch keine Fahrsimulation. Nee. Geil. Ach. Na, der Wagen hat was. Oh, mies, Driving Skills, voll gefailt. Geht zum KTM Radiosender. Ich weiß noch, ich glaube, bis hier hin habe ich. Ich weiß gar nicht, nee. Später kommt noch eine Stelle, wo wir nochmal die Hauptcharaktere treffen werden. Und bis dahin habe ich in der Beta nur gespielt und danach ist es komplett blind. Da freue ich mich schon übelst drauf. Bringen wir den Sender zum Laufen. Ja, dann tun wir das mal, ne? Ah. Genau. Da. Ist doch nix. Ja, ist. Diese Gefechtstürme werden uns weiter unter Beschuss nehmen, bis wir den Generator ausschalten. Generator deaktiviert. Die Gefechtstürme haben mit dem Feuern aufgehört. Okay, Zeit zu gehen. Bam. Oh, ist der andere. Denkst du? Ich mag die MP. Ha! Dieser Gefechtsturm wird uns keinen Ärger mehr machen. Legen wir los! Ich bin doch schon längst dabei. Ach, ach, das war doch so behindert hier. Ja. Ich hab's beim letzten, also wo ich's das erste Mal gemacht habe, bin ich genau den gleichen Weg gerannt.
Und wir brauchen unbedingt mal eine bessere MG, ey. Das kann ja nicht wahr sein. So. Komm. Sehr schön. Verstehe ich nicht, warum wir die nicht zu unserem Vorteil irgendwie nutzen können, aber naja. Wir stellen keine Fragen. Ich bin nur hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Die Tür ist offen. Gehen wir. Nachladen. Okay. Ah, das ist jetzt Kacke. Aber ich sollte in der Lage sein, es aufzurüsten und zu aktivieren. Warte und sorge dafür, dass ich keine Kugel in den Rücken bekomme. Ja. Hier kommen die bösen Jungs. Genau das wird hässlich. Ich hasse die Fenden. Yeah, nix daran. Blubsch. Na kommt nur her. Ich hab genügend Mann. Ich hasse das, dieses dämliche Verteidigen, aber letztes Mal musste ich es mit einer Sniper, von dem her, also in der Beta. Muss ich sind ein Sniper. Von dem her ist das schon wesentlich besser. Und, ich hasse diesen Nahkampf. Ärsche. Oh Mann. Komm, ins Gesicht, Mann. Okay, ich dachte, man hätte... egal. Interessant. Da verklickt man sich mal. Echt? Durchführen, damit wir diese Kiste wieder flott kriegen. So, Munition und wo sind die Sicherung? Die waren, glaube ich. Ah, nee, ne? So ein Drag. Ich hinterlasse keine Überlebenden. Ich werde, glaube ich, aber als Zweitwaffe definitiv irgendwie so Pumpgun-mäßig was nehmen. Weil ich bin doch schon echt oft Nahkampf hier ausgesetzt. Also zumindest für PvE werde ich es definitiv benutzen. Bei PvP weiß ich ja nicht, was da so auf mich zukommen wird. Auch noch eine Sicherung. Ach genau, jetzt kommt dieser komische Riesentyp, dieser Hulk-Verschnitt. Genau. Das ist ein großer Kerl. Sei froh. Like a boss. Wie er mir nichts kann, dann weg. Was? Ach da. So.
die Sicherung noch aktivieren bzw. reparieren. Oh, Jack. Komm hier hoch, schnell. Ich stecke mächtig in der Stako. Cass ist in Gefahr. Wir müssen ihr helfen. Heißt Stako Scheiße? Ach, dürfen wir jetzt wieder aufräumen, ha? Ja, einfach nur wieder Strohflinte, das wäre, glaube ich, super. Ach Gott, Kinder. Du hast mir das Leben gerettet. Ja. Aber nächstes Mal passt doch bitte einfach auf. Los, Baby, lass mich hängen. Au. Das war böse. Was endlich? Sie hatten hier auch nur eine Pistole, ey. Bei mir ist alles gut. Ja, schön für dich. Bei mir nicht. Gümmelt hier noch einer irgendwo rum? Ich schlag ihn zu Brei. Nee. Hier ist Cass Dukar mit einem Live-Bericht aus dem Sender KTAM, wo zwei Archenjäger den Job der E-Rap-Soldaten erfolgreich erledigt haben. Hört ihr mich? Wir haben verstanden. Laut und... Ja! Na also, Grant. Wir haben Männer im Umkreis, die anrücken und die Position... Was zum Jack? Jetzt schicken sie Hilfe? Wir haben schon alles erledigt. I am the Terminator. Danke. I don't wir care. Wir wissen es zu schätzen. Oh. Boah, zeigt ihn Fufu an. Das Gebiet ist gesichert. Sehr schön. Ja, ist ja logisch, dass die eine geringere Feuerrate hat. Aber dann benutzen wir... Solange wir noch keine bessere MG haben. Na, ist auch. Ne, die Feuerrate, ja, ist höher. Aber der Schaden ist halt echt gewaltig, ja. Dann müssen wir die Legionärwaffe dann mal, ne, zurücklassen. Leider, leider. So, wir können jetzt theoretisch dieses Event machen, aber, ja, wird es später noch genügend geben. Ist jetzt nicht so relevant. Aber ich will keine Wegpunkte setzen, Mann. Hotshot, Nebenmission, Time Trial, Nebenmission. Ja, wir machen dann erstmal die Nebenmission hier auf dem Weg. Gimme Gasoline. Oh, die Steuerung, das sieht so scheiße aus. Genau. Bis hierhin habe ich das Game gezockt. Ein paar Dinge müssten erledigt werden, doch leider liegen sie außerhalb der Autorität der Republik Erde. Hallo. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Gehen. Oder war das hier? Nee. Das war... Ah, das war, glaube ich... Nee, das kommt noch. Aber ich finde es halt schon mal lustig, dass die da stehen. Das war nämlich, das, Ja, nee, werdet ihr dann sehen. Das war auf jeden Fall eine Hauptstory-Mission und so. Begib dich zum nächsten Brückeneingang. Ach, da kann er nur wieder... Ja, ich wollte es gerade sagen, was von den Mutanten hier sein. Los, gehen wir. Ich habe das Ziel markiert. Ich weiß, wohin wir müssen. Los! Ja, schön, dass du das weißt. Was? Oh, ich dachte gerade, der wäre wieder aufgestanden. So, nicht entdecken lassen.
lieber schnelleres Nachladen. Wieso muss das auch... Boah. Weiter. Fliegen, hacken! Ja, nach oben müssen wir. So. Oh, fu. Ah, komm, das geht.